Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spellforce 3. Und wir gehen jetzt hier in die... Ach nee, warte. Was braucht ihr? In die Arena rein. Ihr beide da! Kommt her! Wirfelwebel? Nein, die Titten der Goldenen Königin. Ja, ihr. Ihr werdet gegen Korporal Tahar und Korporal Kapell antreten. Aber wir sind doch nur Rekruten. Na und? Meint ihr, für eure Feinde auf dem Schlachtfeld spielt das irgendeine Rolle? Es ist lange überfällig, dass ihr mal gegen jemand anderes als eure Holzpuppen kämpft. Aber... In den Ring. Sofort. Zu Befehl. Esme, wie sie leibt und lebt. Versuche ihnen nicht weh zu tun, Tahar. Alles klar, Jungs. Auf ein neues. Zeigt dem Korporal, was ihr auf dem Kasten habt. Ja. Scheinbar nichts. Oh, Minus. So. Puff. Wartet! Ihr habt gewonnen, in Ordnung. Ich gebe auf, habt ihr gehört? Ich gebe auf, verdammte Scheiße! Alles klar, Korporal. Ich denke, die Jungs haben genug. Gute Arbeit. Jetzt geht zurück in die Kaserne und sucht euch jemanden, der eure Wunden versorgt. Arme Schweine. So arm sind sie gar nicht mal. Wie Esme schon sagte, es hilft ihnen nichts, wenn sie immer nur an Holzpuppen üben. Nichts geht über einen echten Kampf, und den haben wir ihnen gegeben. So kann man es sehen. Naja, echter Kampf hin oder her, oder? Nein! Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche! Nochmal! Nicht nur Feuerbälle. Ihr weicht Feuerbälle aus. Was ist denn das? Orkischer Ackerball. Das sieht halt einfach so gar nicht danach aus. Das sieht aus wie eine Flagge. Ich hab wieder nicht alle hier im... Oh, zack. Ja, damit haben wir einmal, Ja, das ist es. Achso, wir können nochmal mit nicht vergessen, noch mal reden. Lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Drillmeisterin Esme. Drillmeisterin. Natürlich. Das ist auch schon hart. Gute Arbeit. Diese Typen sind nicht talentfrei, aber viel zu verwöhnt von der Sicherheit der Festungsmauern. Warte kurz. Hier. Ich habe von Gesprächen über eine neue Mission, die der Lord Marshall plant, gehört. Und irgendetwas sagt mir, dass die der Grund ist, dass er euch sehen will. Wer weiß, vielleicht kommt euch das ja gelegen. Eine freundliche Geste. Hab fast vergessen, wie sich das anfühlt. Sei nicht so pathetisch. So, wie sieht's aus? Seid ihr schon müde? Oder noch ein Kampf? Oh, wir können noch einen Kampf machen. Ja, ist logisch. Los geht's. Ja, warum nicht? Ein bisschen Training kann nicht schaden. Großartig. Dann machen wir es diesmal ein bisschen schwieriger. Geht in den Ring, sobald ihr bereit seid. Bisschen schwieriger? Ihr habt doch nur Rekruten. Das, okay, cool. Okay, nochmal. Ach, wieder den Fokus. Ja, wie denk? Ring. Ja, ihr Gardisten, schwingt eure Ärsche rüber. Was ist? Ich will, dass ihr gegen Korporal Tahar und Korporal Kapell kämpft. Jetzt. Wir sind nicht eure Rekruten. Korrekt, das seid ihr nicht. Aber ich will, dass meine Rekruten mal einen richtigen Kampf sehen. Beispielsweise einen zwischen 5 Mitgliedern der Wolfsgarde. Ihr macht wohl Witze. Wir kämpfen. Aber... In den Ring. Los jetzt. Auf eure Position. Auf eure Position. Ich finde es aber super, wenn dann immer so ein bisschen die... Kämpft! Ist alles so ein bisschen Slow Motion. Angriff! Angriff! Ja, wir haben noch nicht so viele Skills, ne? Deswegen können wir da noch nicht so viel im Radialmenü machen. Wir sterben hier. Warte mal. Ja, wir halten halt Fernkämpfer, ne? Also trotzdem im Nahkampf zu sein. Ja, warte. Das ist geil. Wenn das so los ist. Was für eine Heilung. Ultra-Heilung. Fuck. Ach, wir verkacken das, weil wir halt die Fankäfer sind. Warte, das ist mein. Guter Plan. Hilfe! Oh, wir verkacken das wohl. Scheiße. Sieht so aus, als seist du genauso nutzlos wie dein Vater, Tahar. Was zum Henker ist dein Problem? Wir sind auf derselben Seite. Aber sicher doch. Los, Männer, gehen wir.
Wir sind hier fertig. Ciaras Atem. Oh, wir haben voll gescheitert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, das ist es. Nochmal. Eventuell. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Eventuell ist es sogar geplant, so dass wir hier scheitern, aber. Weil wir halt diese mega Beleidigung haben. Die mega Beleidigung dann hören wollten. Aber. 1-2, 1-2, das ist es, Jungs. Weiter so. Aber egal. Was braucht ihr? Können wir denn nochmal reden? Interessant. Gut, das war unerwartet. Was zum Henker ist passiert? Wonach sieht's denn aus? Wir haben verloren. Das habe ich bemerkt. Ich meine, ich wusste, dass du seit einer Weile nicht mehr auf dem Schlachtfeld unterwegs warst. Aber dass du so außer Form bist? Man lernt nie aus, schätze ich. Wie auch immer, ich schlage vor, ihr beide begebt euch jetzt langsam zum Lord Marschall. Ich habe auch noch zu tun. Haltet die Ohren steif. Werden wir. Ein bisschen versagt, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es gewollt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Versagt. Ich meine, holy shit. Also... Nein, aber keine Chance. So, wo geht's dahin? Der Copperer. Nee, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja erstmal hier hin, weil wir wollen ja diese Gerichtsverhandlung noch mitmachen. Ja. Warum auch immer die Quest gelb ist, obwohl das eigentlich blau ist. Hier wird es blau angezeigt, hier wird es aber irgendwie auf der Map gelb angezeigt. Egal. Wir werden erstmal die Gerichtsverhandlung machen. Und da müssen wir mal sehen, wie das denn ist mit den Sachen kaufen und verkaufen. Momentan können wir noch nicht wirklich was machen, aber ich denke mal, das Spiel wird uns das auch alles noch erklären. Das kriegen wir alles noch hin. Erstmal der Gerichtsverhandlung. Wenige nur wissen um die Hintergründe dieser beeindruckenden Halle mit ihrem Kuppeldach und den es tragenden vergoldeten Säulen. Sie wurde im Jahr 6542 auf Geheiß des Königs Eref Ayelet erbaut. Ein Monument, welches von der Größe dieses Herrschers künden sollte. Eref war weithin für seine Grausamkeit und Dekadenz bekannt. Als sein ähnlich unbeliebter Bruder Voixin Ayelet nach einem Kampf den Versuch unternahm, ihn zu töten, floh Eref bis hoch zur Spitze des Turms und suchte Zuflucht bei seinem Schrein. Aber sein Bruder folgte ihm, mit dem Schwert in der Hand. Ein Kampf entbrannte, in dem beide tödlich verwundet wurden. Seitdem ist die Halle ein Symbol für Gerechtigkeit. Das hier ist nicht die Halle des Krieges, das weißt du, oder? Nein, Bertrand, das habe ich total vergessen. Aber die Verhandlung dürfte doch gerade stattfinden. Ich würde sie mir gerne ansehen. Nun, die hat wahrscheinlich schon begonnen. Sehen wir mal nach. Euer Schweigen ändert nichts. Ich hoffe, ihr begreift das. Das Schweigen einer Schänderin. Ich verstehe nicht, warum man sie nicht einfach schon maskiert hat. Weil es Aoniers Wille ist. Eure Hingabe war immer schon bemerkenswert, Lady Leonie. Was wollt ihr von mir hören? Dass ich meine Magie verwendet habe, um diese Soldaten zu töten? Ja, ich habe es getan. Und ja, ich würde es jederzeit wieder tun. Weil sie mich töten wollten. Das ist eine verdammte Lüge! Dieses verdammte Hexenweib lügt! Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich habe diese Männer getötet, weil mir danach war. Und danach habe ich mir aus ihren Gedärmen einen hübschen Zaubertrank zubereitet und mir im Anschluss einen netten kleinen Besen besorgt, um lachend durch die Nacht zu fliegen. Haltet ihr diese Scherze wirklich für angebracht? Nein, aber nachdem ich in der letzten Stunde nichts anderes getan habe, als dieselbe Geschichte immer und immer wieder zu erzählen, bin ich zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Ihr habt keinerlei Beweise. Ebenso wenig wie ihr, bis auf die Aussage dieses Stalljungen, der ohne Frage gekauft ist. Aber das ist ja das Tolle an religiösen Spinnern wie euch. Ihr sucht euch einfach immer die Version der Wahrheit heraus, die euch am besten gefällt. Also los, tut es einfach. Setzt mir diese hübsche kleine Maske aufs Gesicht. Ich bin mir sicher, das gefällt Aonir genauso gut, wie wenn er mit seinen allsehenden Augen dabei zusieht, wie drei Soldaten Leonidas eine Elfin vergewaltigen. Häresie! Das ist Häresie!
Yuria aus Finanmir. Ihr seid hiermit für schuldig befunden, die neuen Gesetze gebrochen zu haben. Ihr habt euch der Verwendung von Magie schuldig gemacht, um 3 Soldaten der königlichen Armee zu ermorden. Daher lautet eure Strafe Pfählung bis zum Tode durch den Spieß. Die Strafe soll noch morgen vollstreckt werden. Der Prozess ist vorüber. Das ist hart. Was hältst du von all dem? Von der Elfin, meinst du? Keine Ahnung. Vielleicht sagt sie die Wahrheit, vielleicht auch nicht. Aber es stehen 2 Zeugenaussagen gegen ihr Wort. Also war das Urteil nur gerecht. Wer war diese Frau? Die Ältere, meine ich. Das weißt du nicht? Das überrascht mich jetzt aber. Das war Amaria Leonidar, Herrin des Hauses Leonidar. Die letzte ihres Geschlechts, um genau zu sein. All ihre Söhne sind in der letzten Schlacht der königlichen Armee gegen die Rebellen deines Vaters gestorben. Sie wirkte sehr aufgebracht durch das, was die Elfin gesagt hat. Ja, wundert mich nicht. Sie ist eine glühende Anhängerin der Reinheit. Ist vermutlich auch einer der Gründe, warum der Bote und seine Lakaien mittlerweile so einen großen Einfluss auf die Krone haben. Das Haus Leonidar verfügt über die mächtigste Streitmacht in Nordtanda. Aber gehen wir, in Ordnung? Ich will den Lord Marschall nicht länger warten lassen. Okay, eventuell haben wir ein paar Wegbenutzungsprobleme von NPCs hier, ne? Der zuckt da so ein bisschen rum. Das schauen wir vielleicht mal ab und zu. Sehe ich es aber nicht als sehr, sehr, sehr tragisch an hier in dem Spiel. Aber ich meine, so ein paar Fehler sollte man ja in jedem Spiel haben, die ein bisschen merkwürdig und lustig sind. Scheiße. Kamera. Jedes Mal ändert sich die Kameraposition. Ich hasse das. Ich will immer so diese Standard-Kameraposition haben, weil ich damit immer am besten klarkomme. Na, sieh mal einer an. Ja, dann gehen wir mal, ne? Gehen wir mal zu unserer Hauptquest, denn die ist das einzige noch übrig. Keine Stadt in Iskander erweckt derart viel Ehrfurcht, wie es Graufurt und ihre Schanze, der Wohnsitz der Krone, tun. Ja, das kennen wir, glaube ich, schon. Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche! Nochmal! So, dann wollen wir mal... wo ist denn das? Das ist genau hier, okay. Da müssen wir. So. Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Ja, ist doch hier. Warum wird mir hier nicht angezeigt, dass ich hier hin muss? Das ist ja weird. Interessant. Okay, das ist, glaube ich, gerade weggebuggt. Naja, gut. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen möchte, der graue Turm in die Höhe. Obgleich er nicht der höchste aller Türme ist, stellt er zweifellos den wichtigsten dar. Finden sich in ihm doch die Halle des Krieges und die Halle der Gerechtigkeit. Sag mal, Taha, kann ich dich was fragen? Was? All das hier. Die Armee, die Wolfsgarde, dein Dienst für die Krone. Ich weiß nicht. Erfüllt es dich eigentlich? Was genau meinst du? Es ist nur... Ach, egal. Vergiss es. Nicht so wichtig. Na gut. So, dann machen wir mal hier so, zack. Haben wir noch irgendwie coole Sachen? Natürlich. Natürlich. Ah, ich sehe Loot. Ich sehe Loot leuchten. Leuchtendes Loot. Da auch noch. Sehr wohl. Notiz eines Magiers. Dokument. Oder haben wir wieder was zu lesen?
schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. Sehr richtig. Ich würde gerne irgendwie, naja, vielleicht ist es ja im Inventar, wenn man hier lootet, dem kann man das dann vielleicht auch, naja gut, egal. So. Notiz eines Magiers. Auf meinen Reisen habe ich häufig Magiergelehrte getroffen. Einige von ihnen postulierten? Okay, es sei den unbeugsamen, es sei was, der unbeugsame Wille, der seine magischen Fertigkeiten ausmache, während andere glauben, es sei körperliche Tüchtigkeit oder die Kraft des Gedankens. Es stimmt, dass Magie die Gesamtheit der Person erfasst, Körper, Geist, Seele, das alles ist erscheinend für die Fähigkeiten eines Magiers. Entscheidend, meine ich. Trotzdem kann ein Magier ohne Vorstellungskraft nur einen Bruchteil wahrer Meisterschaft erlangen. Denn Vorstellungskraft und Ehrgeiz sind der Antrieb für alles andere. Was motiviert die Entwicklung des Körpers, den Geist und der Seele? Die Kraft, sich etwas so greifbar vorzustellen, wie das magische Geflecht zwischen den Fingern eines Magiers. Fehlt es einem an dieser Eigenschaft, kann man nie mehr als nur ein tüchtiger Magier sein. Also gilt es, bei allen magischen Bestrebungen sich zunächst eine Vorstellung von ihnen zu machen. Konzentriert euch darauf, was ihr erreichen wollt. Alles andere folgt dann schon. Lasst euch von euren Ambitionen leiten und der Erfolg ist euch gewiss. Ferial, Abenteurer und Gelehrte. Okay. Haben wir hier noch das. Stellt euch gegenseitiger Zuhörer 5 Adelshäuser vor, 5 Gäste an einen riesigen Fiara genannten Festtafel. Gestattet mir euch vorzustellen, Haus Leonidar. Unsere Gastgeberin ist wohlhabend und hat ordentlich Holz unter der Hütten. Und alle müssen sie ehren. Ihre Heimat ist Graufurt, die Hauptstadt Nortandas. Sie trägt ein Dokument in ihrem Familienstammbaum bei sich, in dem die gesamte Hierarchie ihres großen Hauses abgebildet ist. Sehr unbeliebt bei der Dienerschaft ist sie und sie besteht auf die Einhaltung einer unüblichen Hofetikette, die auf ihren Vorfahren zurückgeht. Haus Iskandar. Der lächelnde Dieb an der Festtafel. Während er über die Witze der Gastgeberin lacht, steckt er das Tafelsilber ein, lässt freundlich aus immerlich grüßen, trifft hinter dem Rücken von Haus Leonida ein Abkommen mit den Verrätern Nach dem Magierkriegen stürzen seine offenkundigen Abwesenheit sein Land ins Chaos. Haus Wulfgar, ein harscher, ein rauer Mann, der an dieser Tafel fehl am Platz wirkt. Seine Streitkolben liegt offen bereit auf dem Tisch. Er kann das Ende der friedvollen Veranstaltung kaum erwarten, damit er wieder nach Hause in seinen Nordwesten zurückkehren kann, wenn sich die anderen Gäste mit ihm unterhalten, dann aus reiner Notwendigkeit. Haus Halit, von Scheitel bis zur Sohle mit Mondsilberstahl geschmückt, den sie ihren guten Beziehungen mit den Zwergen verdankt. Eine charmante Frau, allzu charmant, versteht es hervorragend Unwissende von Größe ihres Landes zu den Windwallbergen zu überzeugen. Haus Utran, der schmeidigste Mann an der Tafel. Sein Blick ist eindringlich und leidenschaftlich. Seine kantigen Kiefern
weist graue Stoppeln auf. Bei seinem Eintreten mögen etliche Hofdamen in Ohnmacht gefallen sein. Meidet die Aufmerksamkeit und politische Themen wie ein Fuchs, der von den Jagdhunden flieht. Erzählt von Patholm, dem Großen aller Baden. Okay, cool. Das ist eine tolle Geschichte. Was haben wir hier? Können wir da hin? Ne, da können wir scheinbar nicht hin. Oder? Zumindest. Können wir da hin? Das ist die doch. Die Tür ist offen. Wo willst du hin? Das sind die Quartiere des Generals. Ah, richtig. Tut mir leid. Dieser Turm ist ein verdammtes Labyrinth. Ah, okay, ich kann da nicht rein, weil das die Quartiere sind. Gut. Da kann ich auch nicht hin. Ja. Ist auch die Quartiere des Generals? War wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich. Also, ich weiß, dass ich da oben hin muss, weil das. Weil der Marker da ist, aber trotzdem. Dann gehen wir los. Bereit? Du klingst nervös. Nervös? Nein, ich. Ach, vergiss es. Okay, das finde ich gut, wenn man so ein Story-Gespräch hat und versucht dann den Übergang zu benutzen, dann muss man erst warten und das Spiel weist dann auch darauf hin, damit man dann diese Story-Gespräche nicht skippt. Das finde ich gut. Sehr guter Eindruck. Oh, ich sehe gerade, wir haben Level Up. Hier wollte ich ja auf Elementar-Dingens mal skillen, damit wir zumindest auch mal ein bisschen an Feuerbällen oder Eis oder irgendwas schießen können. So. Und er könnte natürlich Brutalität scannen, können wir den Wald dann irgendwie. Aber er hatte schon so viel hier reingeskillt. Pfeil mit Widerhaken. Oh, das klingt aber auch sehr, sehr hart. Nehmen wir mal den Pfeil mit Widerhaken. Warum nicht? So, dann F11 und rein geht's. Interessant. Interessant. In der Halle des Krieges wird nicht nur der größte Teil der politischen Entscheidungen Northanders getroffen, sondern sie ist auch der Ort, an dem man Boten und Diplomaten anderer Mächte in Grauschanze empfängt. Der Grund dafür erschließt sich dem Besucher sofort, ist er erst einmal über die marmornen Fußböden und durch die vergoldeten Torbögen geschritten und hat er sich erst einmal den Augen der vielen Statuen ausgesetzt, die jene riesigen Hallen schmücken. Oh ja, so, zack. Ich bin bereit. So, meldet euch, ja. Das müssen wir jetzt machen. Man muss schon sagen, das sieht schon sehr schön aus hier, Spellpost 3. Die Entwickler, die entwickeln ja, glaube ich, auch immer noch irgendwie Sachen. Also es gibt ja jetzt irgendwie... Das wird wahrscheinlich schon längst draußen sein. Naja. Nehmen wir ja mal im Voraus auf, deswegen sind so Sachen, wenn ich Themen, aktuelle Themen anspreche, immer so ein bisschen verschoben. Die wickeln ja an so einer Spellforce 3 Collect, also Version, die dann irgendwie neu aufgesetzt ist. Für die Konsole finde ich sehr interessant. Vielleicht kommt ja auch noch für den PC, aber das wird dann nicht mehr so wichtig sein, weil dann haben wir Spellforce 3 wahrscheinlich schon durch. Aber die Entwickler existieren ja noch irgendwie. Vielleicht entwickeln sie dann auch noch ein Spellforce 4. Eher unwahrscheinlich, oder? Weil zumindest wird es kein. Also die Add-ons, die jetzt draußen sind, schon alle. Die Erweiterungspacks von Spellforce 2. Von 3. Nicht 2 kombiniert mit 3. Das wird so bleiben. Also mehr wird nicht kommen. Deswegen interessant, was dann irgendwann nochmal kommen wird. Ich sagte wegdrehen. Aber alles, was wir brauchen, ist mehr Zeit. Glaubt mir, wir stehen kurz davor, ein Heilmittel zu finden und... Ihr hattet eure Zeit. Und was habt ihr erreicht? Nichts. Während wir sprechen, sterben Menschen. Und wenn wir diese Seuche nicht in den Griff bekommen, könnte Graufurt als nächstes kommen. Ich habe meine Entscheidung getroffen.
Sobald wir ein Heilmittel gefunden haben, werden wir es verwenden. Aber momentan ist das der einzige Weg. Ich verstehe. Vergebt mir mein Versagen. Wegtreten. Wir noch ein Buch. Wir noch ein Buch bekommen. Mal sehen, wie lang das ist. Oh, das ist hart lang, ne? Denkt man an das Militär Northandas, sieht man eher die Schlagkraft seiner Armeen als die seiner Marine. Schließlich finden in den Annalen des Krieges viel häufiger die Armeen der großen Häuser Erwähnung. Allerdings wurden eine der wichtigsten Schlachten in Northandas lange Geschichte nicht am Land ausgetragen, sondern auf der See. Die Schlacht in der Steinbucht. Die Emperor wahrscheinlich, hatten seit langem ein Auge auf Northanda als mögliche Eroberung geworfen. Selbst als ihr Herrscher dem königlichen Hof in Graufurt Friedensgespräche anbot, wurde eine Invasion vorbereitet. In dem Wissen, dass Northandas Streitkräfte schneller ausgehoben sein würden, als sie das Meer in Richtung Fiara überqueren konnten, setzten sie Emperor auf Geheimhaltung und verbargen ihre wahre Ansichten hinter Täuschung. An einem Frühsommermorgen ersichteten Späher in der Nähe der Steinbucht eine Armada von Schiffen am Horizont. Admiral Hubertus da Basal, Befehlshaber der dort stationierten Streitkräfte, rief die in der Bucht zerstreuten Schiffe zusammen. Er wusste, dass er nicht mit Hilfe zu rechnen hatte, wenn das Aufbrauchen der feindlichen Schiffe, Auftauchen der feindlichen Schiffe, ein Überraschungsangriff war. Nun ein paar Dutzend Schiffe lagen zwischen Empyria und der Eroberung des Heimatlandes. Die Marine Northandas war in der Unterzahl und auf einen Angriff schlecht vorbereitet. Die Bucht füllte sich mit Rauch, als die ersten Schiffe in Brand gerieten und sanken. Doch der Admiral kannte die Bucht besser als die Invasoren und dieses Wissen nutzte er aus, als sich der Wind drehte, wie es in der Bucht die Regel war, manövrierten die Schiffe Northandas die Empyren aus. Admiral da Basai steuerte sein Schiff, die unaufhaltsam genannt, in das feindliche Flaggschiff. Nach der Kollision der beiden Schiffe kaperten die Truppen Northandas das empyrische Flaggschiff mit der Gefangennahme des Admirals. Ach, kaperten, lol! Deutsch, schwere Sprache. Und kaperten die Truppen Northandas das empyrische Flaggschiff. Mit der Gefangennahme des Admirals des Empyrer war die Schlacht vorbei. Kein einziger empyrischer Soldat hatte seinen Fuß auf Northander Boden gesetzt. Krasser Kampf. So, auch wenn wir ein bisschen Überlänge jetzt haben, ich würde sagen, dass wir trotz dessen noch in dieser Folge mal hören, was hier gesagt wird. Lord Marschall Arandir, General Noria, ihr wolltet uns sprechen? Richtig. Sentenza? Ja, was weißt du über den Blutbrand? Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr sprecht, Herr. Dann hat unsere Geheimhaltungsstrategie ausnahmsweise mal funktioniert. Sehr gut. Der Blutbrand ist eine Seuche, von der wir vor mehr als 3 Monaten das erste Mal gehört haben. Seit fast einem Mond sucht fast jeder fähige Alchemist Graufurz und Immerlichts nach einem Heilmittel. Und es gehen Gerüchte um, dass sogar die Elfen, die Zwerge und die Grünhäute davon betroffen sind. Das Problem ist, dass wir noch meilenweit von einer Lösung entfernt sind. Und erst neulich gab es einen heftigen Ausbruch in einem Dorf in der Nähe von Graufurt, Lianon. Lianon kennen wir, glaube ich, auch aus Spellforce 2, ne? Also es ist halt so, dass die Gebiete, die wir aus Spellforce 2 und auch aus 1 kennen, dass die hier natürlich auch klar existieren, weil irgendwann müssen die ja mal entstanden sein.
Und dementsprechend werden die auch hier immer mal wieder Erwähnung finden. Wie Lianon, kennen wir ja auch. Und ich schätze, dieser Blutbrand ist tödlich? Absolut tödlich. Er ist die gefährlichste Seuche, die Eo seit dem roten Fieber heimgesucht hat. Er verseucht das Blut eines Menschen, daher der Name. Erst tritt leichtes Fieber auf und etwas Übelkeit. Und eine Woche später beginnt das Opfer aus Mund und Augen zu bluten. Keinerlei Arznei oder Lichtmagie schlägt an. Und sobald die Blutungen auftreten, geht es schnell. Das Blut vermischt sich mit Eiter und bildet auf der Haut des Kranken Beulen, die irgendwann aufplatzen. Die Schmerzen sind unerträglich und oft tödlich. Aber egal was passiert, über kurz oder lang blutet das Opfer aus, wie ein abgestochenes Schwein. Tieres Atem. Ja. Es ist mega eklig, aber ja, wir sind wohl diejenigen, die herausfinden müssen, warum das auftritt und wie man das fixen kann, ne? Ich verstehe. Wie verbreitet der Blutbrand sich? Nun, das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Manches lässt vermuten, dass er ansteckend ist. Anderes hingegen, dass er aus dem Nichts auftritt. Aus dem Nichts? Naja, fast. Diejenigen, die dieser Theorie folgen, behaupten, dass es ein Muster gibt. Aber es klingt lächerlich, es laut auszusprechen. Einige derer, die die Ausbrüche überlebt haben, berichteten von Geräuschen, die mit der Infektion einhergingen. Seltsamen Geräuschen. Geräusche? Was soll man sich darunter vorstellen? Hier gehen die Berichte auseinander. Aber einige sprachen sogar davon, eine Art Stimme gehört zu haben. Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Aber dennoch könnte es bedeuten, dass wir es hier mit etwas anderem als einer einfachen Krankheit zu tun haben. Ein Fluch. Fluch? Nein. Wenn überhaupt eine Art magische Anomalie. Aber wie dem auch sei, ich habe euch nicht gerufen, damit wir gemeinsam über das Infektionsmuster fantasieren. Ihr seid hier, weil die Wolfsgarde bald zu einer Mission aufbrechen wird. Sentenza? Kurz gesagt, wir müssen einen Weg finden, den Ausbruch in diesem Dorf, Lianon, einzudämmen. Sollte der Blutbrand Graufurt erreichen, werden wir es mit einer Katastrophe zu tun haben, die Magierkriege wie einen harmlosen Zank unter Kindern aussehen lassen wird. Wir werden also zusammen mit einer kleinen Division Soldaten nach Lianon reisen, um einen Eindruck von der Situation zu gewinnen und herauszufinden, was wir unternehmen können, um ihn einzudämmen. Verstehe. Aber wenn es kein Heilmittel gibt, wie sollen wir ihn eindämmen? Das werden wir sehen. Warum schickt ihr mich? Was ist das für eine Frage? Du bist ein Mitglied der Wolfsgarde und du hast einen Befehl erhalten. Ende der Geschichte. Ja. Ja. Da ist wahrscheinlich auch noch was anderes hinter, warum wir unbedingt geschickt werden. Aber wir nehmen das jetzt einmal so hin. Wenn der Blutbrand tödlich ist, wie können wir uns davor schützen? Noch einmal. Wir haben noch nicht genau verstanden, nach welchem Muster der Blutbrand sich verbreitet. Es kann also sein, dass überhaupt keine Gefahr für uns besteht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, haben unsere Alchemisten einen Trank zubereitet, der uns vor der Infektion schützen sollte. Sollte, ja. Aber wenn das so ist und der Trank theoretisch wirklich funktioniert, dann warum sieht man das nicht als Heilmittel an? Sollte? Bei den Spähern hat er funktioniert. Und wir müssen das Risiko eingehen. Verstehe. Wann kann es losgehen? Morgen bei Sonnenaufgang. Packt einfach eure Sachen und holt euch eure Getränke unten beim Alchemisten. Er heißt Albertus de Reims. Dann trefft mich beim Tor der Schanze, wenn ihr soweit seid. Gibt es sonst noch etwas, Lord Marschall Arandir? Nein. Löst einfach das Problem. Zu Befehl. Okay, wir müssen uns die Tränke holen, alles klar. Und dann haben wir andere Orte. Das, wenn immer hier steht andere Orte, dann haben wir Quest bei anderen Gebieten. Das heißt, also wir werden dann irgendwann die Weltkarte dann freischalten, weil wir müssen ja zu einem anderen Ort hin. Ne? Hier haben wir dann die Quest bei einem anderen Ort, nämlich Reich Lianon ist auch in gelblicher Farbe, das heißt also Hauptquest. Und das ist hier so eingeklappt, weil wir müssen damit, um die zu machen, müssen wir das Gebiet wechseln. Also die Karte quasi wechseln. Komplett. Ups. Nein. Hör auf. Ja, das ist so, dass jetzt, worum es geht. Es geht um den Blutbrand, weil wir müssen irgendwie versuchen, den zu fixen, ne?
Und das schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Wir werden dann unsere Sachen, die wir brauchen, werden wir uns abholen. Und dann werden wir uns aufmachen zu Lianon und da mal gucken, wie wir da, was es damit auf sich hat mit dem Blutbrand. Ja, das ist schon sehr mysteriös. Und eklig. Also bis dahin. Haut rein. Tschüss.